Der Kesseldruck beträgt 3 Bar. Die Maschine läuft sauber durch. Das Anlaufen in der umgesteuerten Richtung funktioniert auch gut. Das ist die schlechtere Richtung, weil die Hebelverhältnisse sind kürzer. Anhalten, umsteuern, erneut anlaufen. Leichtere Drehrichtung. Sie saust los und steht wie eine 1. Kein Klackern, ganz ruhiger Lauf. Kesseldruck 4 Bar. Umsteuern. Auch das Einziehen klappt. Ganz leicht eingezogen, die Maschine wird etwas schneller. Das Feuer wird gelöscht, der Reststand wird abgearbeitet. Umsteuern. Umsteuern in die Vorzugsdrehrichtung. Und sie saust los. Der Restdampf wird abgearbeitet. Kesseldruck 4 Bar. Schließen, Verdampfzufuhr, umsteuern. Auch da läuft die Maschine selbstständig an. Schließende Dampfzufuhr, umsteuern. Wieder Anlauf nach schließender Dampfzufuhr. Und gleich saust sie los. Wie eine Nähmaschine. Sehr schön. Keramik brennt schön hellrot.
Die Drehzahl der Maschine wird gedrosselt. Sie läuft auch schön langsam. Die Vorzugsdrehrichtung rechts herum, wie der Propeller auch.